Jeden Monat erscheinen Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von Kriminalromanen. Es sind eh zu viele, um alle zu bewerten, geschweige denn zu lesen. Aber Januar, Februar ist ein bisschen saure Gurkenzeit. Es erscheint weniger. Das ist A, toll. Und B, ist es eine wunderschöne Zeit, um rückwärts zu gehen, um Bücher, die vielleicht liegen geblieben sind, in die Hand zu nehmen und im besten Fall auch zu lesen. Und manchmal entdeckt man dabei kleine Schätze, wie zum Beispiel Moonfleet von Herrn Faulkner. Jetzt werden viele sagen, habe ich mal von gehört oder war da nicht irgendwas? Genau, Sie haben vollkommen recht, das ist 1898 geschrieben worden. Spielen tut es aber ungefähr 1750. Andere würden auch sagen, es ist ein Abenteuerroman. Ich bezeichne es als kriminellen Abenteuerroman. Wenn Sie dieses Buch lesen, fühlen Sie sich, als ob Sie 15 Jahre sind und das zu einem Buchpreis deutlich weniger als eine Antifaltencreme. Es ist einfach toll, es macht Spaß. Und die Story ist angenehm, abenteuerlich, weitschweifend. Es geht um Alkoholschmuggel, um den legendären Schatz eines Piraten, es geht um Diamanten und mit dem 15-jährigen John, dem Hauptjungen, dem Protagonisten, sind wir ganz nah dran. Ich kann Ihnen nur raten, gehen Sie in den letzten Herbst zurück, entdecken Sie dieses Buch. Eine große Freude, es macht einfach Spaß und Schalk ist bei Ihnen. Das ist so, als ob Sie Moby Dick zum siebten Mal lesen, was man durchaus kann. Und für die Fanatiker unter Ihnen, Sie haben vollkommen recht, wenn Ihnen Teile der Geschichte bekannt vorkommen. Wie wir alle wissen, hat Fritz Lang Moonfleet damals etwas umgeschrieben und daraus 55 den Film Schloss im Schatten gemacht. Genau, und Christe Börk hat, glaube ich, die erste Textzeile als eine Liedzeile genommen. Aber das muss jetzt reichen, weil Sie müssen das Buch ja auch noch lesen. Gut.